Was die nächsten 10 Jahre anlangt, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass wir vor einem sehr schwierigen Jahr stehen. Also bei uns ist es, dieses, weil die Beate auch da ist, sicher das wichtigste, bedeutendste Jahr, weil wir vor 3 großen Weichenstellungen stehen. Im Mai bringen wir heraus unsere neue Webseite, die nicht mehr ganz auf der Höhe der Zeit ist, weder formal noch ästhetisch noch inhaltlich, von der Inhaltsarchitektur, da haben wir zu lange nichts getan. Dann kommt die Euro, der emotionale Höhepunkt, und dann im Herbst werden wir einen Schritt setzen, über den wir intern sehr lange und heftig und kontrovers diskutiert haben, nämlich wir werden unsere digitalen Inhalte vergebühren. Das ist alles vermintes Gelände, weil es auch innerhalb unserer Zeitung und erst recht innerhalb des Konzerns natürlich auch zwei ideologische Flügel gibt. Die einen, sozusagen die Nase, die verächtlich die Gratis-Bierkultur-Fraktion, die sagt irgendwie, nein, wir müssen auf die Reichweite gehen und das ist die Währung und das sei die größte Selbstbeschädigung. Der andere, der ich angehöre, die sagt, es ist ein Wahnsinn, mit denselben ein und denselben Inhalten einmal Kaufzeitung zu machen und das andere Mal sogar verfrüht, siehe Standard, Gratiszeitung, digitale Gratiszeitung. Das halte ich für strategischen Wahnsinn, der irgendwann in Nirvana enden muss, vor allem aber vor dem Hintergrund von fallenden Anzeigentarifen im digitalen Bereich. Und dagegen wollen wir uns zur Wehr setzen, und das wird die Beantwortung der Frage sein, die du eingangs gestellt hast, wie geht es weiter? Sie wird von den Leuten draußen beantwortet werden, ob sie bereit sind, für verlässliche, qualitative digitale Inhalte zu zahlen. Und ob wir gut genug sind, die Qualität dieser Inhalte auch zu argumentieren, das wird die Schlüsselfrage sein. Mhm.